Einige wissen das vielleicht, der E39, der hat ein sehr, sehr ausgeklügeltes Rohr- und Schlauchsystem am Motor. Also da gehen unglaublich viele Schläuche und Leitungen an die Ansaugung, also sei es von der Kurbelgehäuseentlüftung, Unterdruckschläuche etc. Also da ist wirklich viel, was da dran hängt. Und wenn da irgendwas undicht ist, ist das extrem schwierig herauszufinden. Und ich habe mir überlegt, wie man das am einfachsten angehen kann. Und da ist mir eingefallen, dass der Schrauber vor einiger Zeit mal ein Video hochgeladen hat, wie er beim TT einen Riss in seinem Abgaskrümmer, glaube ich, war das, gesucht hat. Und genau auch mit dieser Methode, indem er halt einfach nur Rauch im Prinzip da reingepustet hat, über eine E-Zigarette. Ich habe hier so eine E-Zigarette noch von damals, die funktioniert auch noch, und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie da reinpusten, kann man machen, aber dann dachte ich mir so, mit sowas geht das doch viel einfacher. Ich saug jetzt im Prinzip dann einfach nur aus der E-Zigarette den ganzen Dampf auf höchster Leistung, das Ding macht 75 Watt, höchste Leistung rein, hier einmal reinsaugen. Da müsste hier ziemlich dichter Rauch drin sein, und dann werden wir einmal im Prinzip ab, also direkt hinter dem Luftmassenmesser den Schlauch so weit zumachen, dass der so weit dicht ist, und dann werden wir genau dadurch den Rauch reinpusten und dann beobachten, ob irgendwo im Motorraum Rauch wieder rauskommt. Wenn ja, dann hätten wir ein Problem mit dem Unterdruck, beziehungsweise dann hätten wir ein Problem mit Falschluft. Und ja, einfacher kann man sowas eigentlich gar nicht prüfen. Deswegen bereiten wir jetzt mal alles vor. Ich brauche so ein bisschen Klebeband und so ein Zeug. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. So, am einfachsten, wie gesagt, ist es hier über den Schlauch nach dem Luftmassenmesser. Wir ziehen hier einmal den Stecker ab und legen den einmal beiseite und lösen dann hier die Schelle. So wie hier die beiden Klammern am Luftfilterkasten. Und ziehen den Schlauch hier ab und nehmen den Luftmassenmesser einmal komplett raus. Und legen den dann beiseite natürlich. So kommen wir hier ganz gut an den Schlauch dran. Machen wir einmal die Schelle hier ab. Dann nehmen wir uns ein bisschen Gaffertape, ruhig ein bisschen länger, und kleben das jetzt einmal hier komplett drumrum und achten darauf, dass wir möglichst dicht abkleben, dass da nichts dran vorbeikommt. Aber das können wir auch dann mit einer zweiten Lage dann nochmal machen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass hier am Rand nichts rauskommt und dass hier absolut dicht ist. So. So, dann können wir das hier so ein bisschen nach innen biegen. Dann haben wir es hier zumindest schon mal dicht und gute Klebe. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine gute Klebefläche, und dann fangen wir an, im Prinzip das ganze Ding einmal zuzumachen. Wirklich jetzt Klebestreifen über Klebestreifen setzen, so dass wir hier einmal wirklich alles zubekommen. So, wenn wir das erledigt haben, machen wir einmal ein kleines Loch hier oben rein. Gerade nur so groß, dass der Schlauch von der Pumpe reinpasst. So, gucken wir mal. Sind wir noch zu klein? Versuchen wir noch ein bisschen größer zu machen. So kriegen wir die Pumpe auf jeden Fall rein. Hoffen, dass jetzt hier drumherum alles auf jeden Fall dicht ist. Ansonsten ziehen wir uns hier noch so einen Klebestreifen drumherum. Weil wir natürlich, wenn wir hier das Zeug reinpumpen,
bekommen wir einen dezenten Druck auf das komplette System. Und ich will halt nicht, dass es hier dann wieder großartig rauskommt, sondern das meiste soll wirklich komplett rein. Und wie gesagt, hier sind halt überall so viele kleine Schläuche, da drunter sind Schläuche, hier geht was hin, ne? Also ein bisschen Ventildeckel. Und da hoffen wir mal, dass da natürlich nichts rauskommt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Wir nehmen hier unsere E-Zigarette, stülpen den Schlauch hier einfach drüber. Müssen dann hier im Prinzip drauf drücken, dass es halt läuft. Und parallel müssen wir hier an dem Ding ziehen. Ich bin jetzt alleine, deswegen, und der Schlauch knickt hier immer weg, deswegen muss ich das irgendwie mit dem Fuß machen oder so. Ja, einen Augenblick. So sieht das dann aus, wenn ihr das eingesaugt habt. Ab. Das Ding zur Seite, so. Und dann im Prinzip den Schlauch hier einmal reindrücken. Und hoffen, dass es soweit dicht bleibt, während wir das Zeug hier wieder oder hier dann reinpusten. Ist natürlich nicht dicht hier. Ich guck mal, ob wir das hier noch irgendwie abgeklebt bekommen. Ja, so. Wie ihr sehen, kommt da jetzt trotzdem am Klebeband etwas raus. Hier am Klebeband kommt was raus. Aber bei uns ist jetzt viel wichtiger, dass wir hier gucken, ob hier nirgendwo Rauch aufsteigt. So wie ich das hier sehen kann, kommt das alles hier nur aus dem Schlauch. Aber nirgends steigt hier was auf. Wir werden das direkt nochmal machen. Direkt noch eine Ladung drauf. So, und wieder hier rein. Ich versuche den Schlauch einfach mal ein bisschen tiefer reinzustecken. Ob das funktioniert. Der ist extrem weich, das ist kein harter Schlauch, sondern der ist extrem flexibel. So. Der Rauch hält sich ja hier schön in der Tube. Mal hier vielleicht noch einmal. Bisschen strammer drüber ziehen. Vielleicht kriegen wir das dann noch ein bisschen dichter. Aber so Rauch drückt sich halt durch jede kleine Öffnung wirklich. Deswegen gucken wir, dass wir so gut wie möglich auf jeden Fall zubekommen. So, und drücken das System jetzt nochmal ab. So, jetzt haben wir das relativ dicht. Lediglich undicht war jetzt hier der Anschluss. Und das wirklich nur hier ein bisschen. Aber sonst haben wir hier nirgendwo aufsteigenden Rauch. Ne, am meisten Sorgen gemacht hat mir halt die Kurbelgehäuseentlüftung, die sich hier komplett unter dem Saugrohr befindet. Aber dann würde das ja hier irgendwie hier zwischen oder hier hinten aufsteigen. Aber das tut es nicht. Deswegen können wir eigentlich ruhigen Gewissens sagen, dass das
ganze Schlauchsystem hier soweit dicht ist.